Oh mein Gott, was geht ab, Leute? Wir haben hier mit Bargisch. Servus, Leute. Er ist aus Vatania City zurück. Ja. 7 Wochen Yu-Gi-Oh! Pause wegen Pokémon Go. Aber mit einem Bam kommt er zurück. Direkt Top 8 bei Chongs Turnier. Ja. Also, ihr werdet sehen, was ich gespielt habe. Ich habe es wieder ausgepackt, es ging nicht anders. Ich hatte jetzt eine lange Yu-Gi-Oh! Pause, ich habe 6 Wochen nichts angefasst. 7, Mann. 7, echt? Ja. Also 7 Wochen. So lange, wie wir keine Videos gemacht haben. So, schauen wir mal, welches Deck es war. Ich fange mit den Zauberkarten an. Oh mein Gott, was ist das? Ihr weißt, ich liebe Demise. Dreimal Demise. Superkarte. Die soll man nicht bannen. Es gibt ein Video dazu. Kein Meta-Deck spielt die Karte, deswegen dreimal nicht Meta-Deck, soll die bleiben. Dreimal Top. Sehr gut. Jetzt dreimal Allure. Auf 3 gegangen nach der Welt. 9 Speed-Karten sind es jetzt schon. Sieht schon mal krass aus. Jetzt die super saftige Karte. Kam heute wirklich top, top, top. Oh mein Gott, Topf der Begierde. Von Chong, meinem besten Freund, Teamkollegen, hat mir direkt alles klar gemacht. Er war heute TO, deswegen hatte ich Zugriff auf all seine Karten und ich konnte. Wieso nicht 3? Ich hätte 3 spielen müssen. Heute. Also, wenn man die selbst 2-mal zieht, wenn man sie 1-mal aktiviert, top. Ich habe sie 2-mal gespielt, kam immer top, nicht 1-mal schlecht. Ich habe nur 1-mal damit Tribute gebanished, aber war eh nicht wichtig. 3-mal spielen, selbst wenn man sie 2-mal zieht. Ich hatte sie nicht immer, aber wenn ich sie hatte, war sie immer unglaublich gut. Deswegen spielt sie 3-mal. Ich will dich nicht unterbrechen, aber jetzt hast du die Überraschung weggeworfen. Du hast gesagt, dass du Tribute gebanished hast. Genau, ja, das sehen die schon an der Lure. Ach so. Hong hat es schon rausgekriegt, ich hab Gravekeeper gespielt. Ein Absatz noch, 12 Speedkarten. So, 2-mal Necrorally. 3-mal ist zu viel, 2-mal reicht. Falls man unbedingt noch was will, 3. Eisenmauer reintun. Falls die Necrorally wegkriegen, unchain. 2-mal Stille, kam sehr gut. Kurze Unterbrechung, wie läuft Eisenmauer mit Pot ab? Eisenmauer mit Pot? Genau, was ist da genau das Ruling? Kann man nicht aktivieren. Spielt keine Eisenmauer. So, die Win-Karte. Unglaublich, wirklich. Ich hatte so viel Speed, nonstop, dann noch 3-mal Kommandant. Von ungefähr 12 Duellen hatte ich sie. Nein, 14 Duelle hatte ich sie 6-mal Starter, wirklich. 6-mal Starter. Ein Raigeki, ein Dogkoll, ihr wisst, Gravekeeper. Falls Monster liegen, die kommen schwer rüber, deswegen spielst du die. Es sind sehr viele Zauberkarten. Kommen wir jetzt zu den Fallen. Ich habe nur 10 Fallenkarten gespielt. Man zieht sich wirklich durchs Deck wie noch was. Gravekeeper nur 10 Fallen. Strike. In jedem Antideck 3 Muss, Warning, super. Perfekt. Würde ich alles genauso lassen. 2-mal Tombstorm. Grüße an Tati. Er hat der Karte den Namen gegeben. Die Karte ist wirklich unglaublich gut. Negiert einfach alles. Wirklich unglaublich. Emptiness ist wieder sehr gut, habe ich gehört von Chong. War auch so. Also wenn Emptiness lag, war schon Game. Nur noch eine Lose One Turn. Also ich habe wirklich so viel Speed, dass das 2-mal sogar zu viel ist. Deswegen 1-mal reicht. Ein TT Monster Mirror Removal und eine klassische Mirror Force. Nur 10 Fallkarten. Die nächsten Speedkarten, 3-mal Kommandant, sehr gut. Einziger Mangel an der Karte ist, dass sie kein Dark ist. Wirklich, das Deck wäre sonst überkrass. 3-mal Anwerber. Der neue Superstar, das war also im letzten Video nicht gelogen oder so. Keine Spice, 3-mal Ketzer, bleibt von allem unberührt. Gegen diese ganzen Magic Spectre Decks mit ihren Tornados und so bleibt unberührt, läuft einfach ganz hell über alles. Unglaublich gut. Ein Attentäter, da muss man den Namen ändern, der Name ist echt nicht politisch. Attentäter. Und ein Abkömmling. Lief alles immer wirklich super. Kommen wir mal zum Extra oder Side zuerst? Wie du willst. Mach mal extra. Also ich habe das fast nie benutzt. Alles Standard, immer dasselbe. Ich habe 1-mal, 2-mal Castell gemacht gegen Cosmotown. Also hier musst du nichts sagen, hier kennt sie alles. Ihr werdet es wirklich selten benutzen. Keine Utopia Lightning. Utopia ist drin? Lightning. Der Lightning. Oh mein Gott, der ist erlaubt. Ja. Spielfehler von mir. Oh Deckbaufehler. Lightning fehlt. Den habe ich bei dir gar nicht gesehen. Ich hatte doch nicht. Oh mein Gott. Also ich hatte wirklich 6 Wochen Pause, tut's Lightning rein. Tut's Teil raus. Utopia strahlt. Die Karte gegen Pendel hat mir oft geholfen. Du hast 2-mal gegen Pendel verloren, hat sie nicht geholfen. Ich habe heute 2-mal gegen Pendel verloren und 1-2-mal gewonnen. Obwohl du die Karte hattest. Die wurde echt oft draufgeschossen mit Space oder so, aber wenn ich sie hatte, lief es perfekt. Wirklich, die Karte. Gravekeeper hat halt eine Schwäche gegen Pendel, das muss man ehrlich zugeben. Trotzdem 3-mal sehr gut. Die 3. Tombstorm.
ein Space, falls der Gegner komische Karten spielt, damit ich ein Out habe. Eine Maske gegen Magic Spectre und so weiter habe ich nie gezogen. Full House, nie gezogen. Abfluss, eine Bribe. Zeit ist eher random, ihr seht. Eine Fallgrube. Eine Bitter. Okay. Eine Soul Drain, super saftige Combo gegen LCG-Spieler. Grüße an Alpai, er soll ihn mal ein bisschen trösten. TT, er hat Erdbeer gespielt. TT, Chain Soul Drain. Er so, oh mein Gott, ich ruf Alpai an. Ja. Ich? Da mein Super Sight, was Nico, worüber er immer lacht. Zweimal Stardust, Starlord, ein Stardust. Ich muss immer unauffällig die Hüllen tauschen und da lacht sich jemand Nico kaputt. Vielleicht findet er wieder lustig. Kamen die heute gut. Ich habe sie nicht gezogen. Gegner Schlussworte, Fazit. Schlusswort. Es lief wirklich super, wirklich super. Man muss ein paar kleine Änderungen machen. Dritte Begierde rein, ein Lightning und ich bin Top 8 raus. Ich kann es euch kurz erzählen. Game 1 hatte ich Tribute. Er war direkt tot. Ich hatte alles. Game 2 hatte er alles mit allem. Game 3 hatte ich wieder Tribute. Ich dachte mir, oh mein Gott, win. Und ich hatte noch Pot of Duality. Mhm. Ich mache Tribute. Was hatte noch vier andere? Space, Landformen, Warning. Oh. Und Topf der Begierde. Und ich habe nur einen Monster bei ihm getroffen. Und ich habe dann sein Deck gecheckt, er spielt 25 Monster. War echt unglücklich und dann hat er alles. Bist du zurück in Yu-Gi-Oh? Ich bin zurück, dank Chong. Chong. Oh mein Gott. Er hat mir alles geliebt. Magisches Berg. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich 6 Wochen Pause, 7 Wochen. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Nächste Woche können wir dich wieder erwarten bei ein paar Turnieren. Sehr wahrscheinlich schon, ja, wirklich. Alles klar. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.